Fragen wir nach zu diesem Zwischenfall, zu diesem militärischen Zwischenfall in Washington, live bei meinem Kollegen Elmar Thewissen. Herr Thewissen, der russische Botschafter einbestellt in Washington. Welche Bedeutung messen die Amerikaner diesem Vorfall zu? Ja, es ist schon ein wichtiger Vorfall, weil es der erste physische Kontakt ist zwischen den beiden Großmächten Russland und USA rund um diesen Konflikt in der Ukraine herum. Aber hier in Washington bemüht man sich, das Ganze ein Stück weit mit Ruhe zu betrachten, also nicht gleich in eine Eskalationsspirale hineinzukommen. Aber man zählt die Einzelheiten auf, die aus amerikanischer Sicht tatsächlich dort geschehen sind. Dass nämlich die zwei russischen Kampfjets die Drohne etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten begleitet haben, dass sie dann versucht haben, indem sie Kraftstoff abgelassen haben, über der Drohne diese Drohne möglicherweise zu beschädigen und dass dann eben einer der Kampfjets den Propeller dieser Drohne berührt hat, sodass sie manövrierunfähig wurde und dann die Piloten, die amerikanischen Piloten, die aus großer Entfernung diese Drohne gesteuert haben, diese zum Absturz gebracht haben. Also die Amerikaner sagen, so war's, und sie prüfen derzeit, ob sie auch Videomaterial von diesem Vorfall haben und ob sie dieses Videomaterial möglicherweise an die Öffentlichkeit geben. Nun sind ja im Krieg Fehleinschätzungen hochriskant. Wie gefährlich sind denn die gegenseitigen Beschuldigungen in diesem Fall? Ja, es kommt am Ende darauf an, was wirklich die Absicht dahinter war. Wenn es sich so abgespielt hat, wie die USA berichten, dann ist die Frage, ob die Piloten auf eigene Faust handelten, die russischen Piloten. Also ob es sich im Grunde genommen um eine Art Stunt handelte, ich nenne das mal so salopp, indem sie diese Drohne zum Absturz dann gebracht haben. Oder ob sie auf Befehl von ganz oben handelten. Also ob es wirklich eine ganz bewusste Provokation war, mit der man ein Signal nach Washington senden wollte. Der russische Botschafter in den USA ist ja einbestellt worden. Er hat sich jetzt vorhin geäußert gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA und hat gesagt, Moskau habe kein Interesse an einer Eskalation, an einem wirklichen Konflikt. Aber die USA bemühen sich eben, diese Absicht jetzt herauszubekommen. Wenn tatsächlich die Piloten auf Befehl von oben gehandelt haben, dann könnte es sein, dass eben ähnliche Provokationen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erfolgen. Und das birgt immer die große Gefahr, dass so etwas ganz schnell aus dem Ruder läuft, insbesondere wenn Menschen bei so einem Zwischenfall zu Schaden kämen. Nun ist das Ganze oder soll das Ganze ja in internationalem Gewässern, also in internationalem Luftraum auch geschehen sein. Hat es denn Auswirkungen jetzt auf mögliche Manöver auch über dem Schwarzen Meer? Also verändert das jetzt was auch an Militäraktionen? Also das Schwarze Meer ist zwar nicht unmittelbar ukrainisches Gebiet, also gehört nicht zum unmittelbaren Konflikt, aber von dort aus beschießt Russland beispielsweise mit Kriegsschiffen, mit Raketen, mit Cruise-Missile-Raketen auch Ziele in der Ukraine. Und das ist der Grund, weshalb die Amerikaner Aufklärungsdrohnen über diesem Gewässer fliegen. Nochmal, das ist internationale Zone. Da ist es eigentlich üblich, dass das erlaubt ist. Die Amerikaner tun das auch deshalb, weil über dieses Gewässer ja auch die Getreidelieferungen in alle Welt rausgehen. Aus der Ukraine, da hat man ja eine Vereinbarung mit Russland getroffen und man will sicherstellen, dass dieses nicht gefährdet ist. Die Russen wiederum haben eine große Sorge, weil in den letzten Monaten mehrfach mit Drohnen, allerdings mit ukrainischen Drohnen, vom Wasser aus ganz offenbar die russische Flotte im Schwarzen Meer angegriffen worden ist, zuletzt im November. Und vor diesem Hintergrund kann es natürlich zu Eskalationen kommen. Und umso wichtiger ist es, wenn man einen direkten Draht miteinander hat, um herauszufinden, ob das ein Versehen ist, eine Absicht ist, in welcher Form auch immer. Aber genau diese Drähte scheint es zurzeit nicht zu geben, weder auf der militärischen Ebene noch auf der politischen Ebene zwischen Washington und Moskau. Vielen Dank für diese präzisen Einordnungen zu diesem etwas unklaren Geschehen. Live aus Washington war das Elmar Thewissen.